Genau deshalb wollte ich das jetzt eigentlich nicht machen. Weil wir dafür das falsche Material. Oh, jetzt habe ich das echt gegessen. Idiot. Egal. Da legen wir gleich die Fäden mit rein. Ey, die Fäden legen wir gleich mit rein. Dann nehmen wir diesen Dreck hier, weil wir von dem so viel haben. Viel. Entschuldigung. Danke. So. Und zwar habe ich jetzt hier so. Was hatte ich jetzt noch einmal vor? Wir müssen so hoch. Genau, wir müssen immer jeweils so hoch. Und so. Damit es auch funktioniert. Dann bauen wir das jetzt mal so hin. Hund, der, mein Hund passt schon auf mich auf. Hoffe ich nicht, dass er mich jetzt vernachlässigt. Das wäre nicht schön. Und auch nicht nett. So. Außer wir könnten... Genau. Da habe ich eine gute Idee schon. So, der Hund bewacht mich. Damit habe ich auch keine Angst, ganz ehrlich. Dann bauen wir hier... What the fuck? Ach, gib mir gleich meine Wolle. Nee, dann greift sie nicht an. Okay, dann gehen wir hier hoch. Dann bauen wir hier das so hin. So. Und so. So. Und so. Das können wir uns eigentlich hier sparen. Ne, weil eigentlich machen wir ja, nur so. So. Und jetzt ist es entscheidend, dass wir die so hinbauen. Eigentlich nur bis da. Oder? Eigentlich hätte es ja auch anders gereicht, aber ist eigentlich auch egal. So, dann bauen wir da. Soll ich jetzt? Warte mal. Ich bin ja eigentlich viel zu hoch. Ich bin so doof. Leute, sorry, ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht. Ich bin nämlich viel zu hoch. So. So, dann bauen wir auch noch weg. Dann nehmen wir hier eine 4. Ich bin echt doof. Das hätte ich mir sparen können. So, dann bauen wir das auch noch weg. Ja, Hund, wir wissen es. So. Und zwar habe ich nämlich einen kleinen Fehler begangen. Den bauen wir noch so ab. Und zwar machen wir das hier so. Dass wir hier das wegbauen. Eigentlich war es ja auch nicht so falsch, aber egal. Mit dem Holz dauert es ein bisschen länger und ja. Deshalb baue ich das jetzt gleich ab. Und zwar baue ich das jetzt mit rechten Sinn ab. Weil hier, wenn ich das abbaue. Jetzt wird es dunkel. Ist ja wurscht, dann gehen wir schnell hoch. Mein Hund bewacht schon draußen. So, dann gehen wir schnell hier hin. Komm, wir schlafen. La 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 la. Schlaf jetzt, Junge. Willst du es echt zusehen, wie es jetzt dunkel wird? So, jetzt schlaf. Mann, guckst du? Okay, aber jetzt ist der Mutter. Und nichts ist passiert. Das ist gut. Es sind auch keine Monster irgendwo da draußen. Ja, na klar. Stimmt. Und zwar wollte ich das so bauen, dass wir eigentlich hier das und das so hoch bauen. Und der Sinn der Sache ist ein... Habe ich es jetzt... Nein, ist es sogar nicht richtig hoch. Oder? Kann ich überlegen. 2. Genau, das war jetzt. Hätte ich fast noch einen Fehler begangen. Zum Glück habe ich noch ein bisschen nachgedacht. Und wir müssen das einfach nur so machen. Und da
Hoch, ein Kern weg. Dann müssen wir das nicht nur so hinbauen. Hier. Und dann nehmen wir jetzt ganz einfach hier. Und dann bauen wir hier nach der Reihe die so auf. Und warum ich die dahin baue, das ist einfach der logische Grund. Damit wir dann den Dreck da wegbauen. Und dann so eine Art Gefängnis ist, ne? So eine Art Gefängnis. Aber das ist doofiger der Tür, da muss ich, das beachte ich jetzt gleich. Nicht, dass ich noch einen Fehler baue. Kann ja gut sein, dass ich noch mehr Fehler mache. Hier ist es richtig. Da ist es nicht richtig. Da machen wir den Fehler weg. So. Da muss nämlich eins mehr hin. Das heißt, dass so das Ding dann steht. Schaut eigentlich dumm aus, aber naja, was. Obwohl, eigentlich könnte ich das ja auch ganz weglassen. Bringt ja wieso nichts. Dann kann ich es ja gar nicht gleich weglassen. Erst dann baue ich da einfach dann einen Dreck hin. Oder irgendwie, nee, Holz. Dann baue ich da Holz hin. Fertig. So, das ist der Sinn. Na, jetzt könnt ihr sehen, wie diese Teile schweben. Dann baue ich unten drunter das einfach nochmal. Und Pfeile und so gehen nicht durch. Zombies können nur aufs Dach. Das heißt, ich kann hier ja eigentlich ruhig rausgehen, ohne dass mir was passiert. Ganz praktisch. Und zwar machen wir das so. Da bauen wir da auch noch hin. Dann haben wir was. So, da. Und dann können wir den ruhig da auch noch hinbauen. Das war das Fehler. Naja, egal. So bauen wir das dahin. Da und da. Und da. Und dann schaut es so aus. Das Ganze. Das heißt, ich weiß nicht, ob das jetzt sicher ist. So. Und dann hier so. Soll ich hier so eine... Ich weiß nicht, soll ich nicht vor der Treppe so eine Tür hinbauen? Das, wenn man hier schon runter geht. Okay, das ist jetzt mal egal. Jetzt muss ich gucken, dass wir... ja. So. So. Schau doch. Das habe ich gewusst. Das mag ich nicht. So. So, jetzt haben wir ein Holz. Das war mir klar. Das brauchen wir. Und zwar müssen wir die jetzt dahin bauen. Und da bauen wir so noch hin. Und dann bauen wir hier oben, ich würde sagen, ja, so. Also es geht. Naja, das habe ich mir gewusst. So, und dann bauen wir hier einfach das jetzt eins so hin und dann das da so hin. Und dann kann das eigentlich ja so beginnen. Das ist eigentlich das Einfachste. Noch das Beste, finde ich, weil es kann mir nichts passieren. Vor allem ist das wichtig. Und ich kann hier nochmal eine Fackel hinsetzen, aber das schaut doof aus. Deshalb lassen wir das und setzen da eine Fackel. So, dann hat es eigentlich seinen Sinn erledigt, fast. Jetzt bauen wir hier noch so. Ich würde sagen, wir bauen dann die Türen. Ja, das ist besser. Was war das? Oh, nicht so, Mann. Junge. Das bauen wir jetzt schon. Dann sammeln wir das gleich auf, bevor es verschwindet. So, dann würde ich sagen, bauen wir uns hier hoch an der Kante. Damit wir dies auch richtig platzieren. So. So.
Und fertig. Schon können wir wieder runter. So, was ich mir auch schon überlegt habe, das können wir nämlich auch noch schnell bauen, weil wir ja Ding sind. Und zwar, dass wir hier, weil ich immer echt keine Lust habe, die ganzen Tiere zu suchen, besonders in der Nacht, dass wir hier einfach Fackeln hinbauen, weil die Tiere, also die Fackeln, also Licht ist ja auf Tiere, die ziehen sich an, die kommen dann dahin. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir hier einfach so Fackeln hinstellen. Immer so. Einfach hier so. Natürlich im gleichen Längengrad. Und dann werden da ja die kommen. Also denke ich, stelle ich mir jetzt vor, dass es auch wirklich funktioniert. Dann machen wir das so richtig. So. Dann stellen sie sich dann da alle hin. Dann hüpfen die alle blöd rum. Dann bauen wir die so dahin. Und dahin. What the fuck? Ja, das ist dann eigentlich so eine kleine Farm. Ah, das ist ein Fehler. So. Das halt einfach hinter. Dann könnten wir eigentlich hier so einfach einen Zaun rumbauen. Das heißt, dass die da nicht rauskommen. Und an der anderen Seite rein. Dass wir hier so einfach einen Zaun machen, ganz viel Zaun. Und von außen so schräg rein kann. Ich glaube, das checkt ihr jetzt nicht. Und zwar, wenn hier dieses Teil hinkommt. Das ist blöd, weil hier. No. Da muss ich die hier eins wegmachen. Nein, ist ja nicht schlimm. Dann machen wir eins weg, ist auch gut. Das zwar, das so geschieht, sag ich jetzt mal. Und zwar sagen wir, ja, sagen wir, bis dahin. Oh, das war ein bisschen dumm. Sagen wir da. Ja, ist okay. Ja, sagen wir so. Dann müsst ihr euch denken, dann ist hier praktisch dieser Zaun. Der sind die Tiere dann eingesperrt und die Monster. Ja? So. So. Und dann? So. Wenn es so ist, das ist eigentlich. Dann habe ich da nichts platziert. Ist nicht schlimm. Das zeige ich jetzt euch und das mache ich dann auch. Und außen kommen Treppen hin. Das heißt, die können von außen rein, aber auch nicht von innen raus. Habe ich jetzt gerade blöd erklärt, ich weiß. Es sieht ja dann später den Sinn der Logik. Also es sollte ja eigentlich funktionieren nach meinem Wissen hat das immer gut funktioniert. Und ich glaube, ich sollte. So, ich nehme jetzt einfach diese blöde. Ich nehme jetzt einfach ein blödes Ding mit hier und den Stick. Knochen brauche ich jetzt wirklich nicht. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, gehe ich einfach runter und dann tue ich jetzt erstmal ein paar Bäume. Das entwürdigen oder sagen wir einfach töten. Ein bisschen Holz brauchen wir nämlich. Ich wieder zu wenig habe. So, das sind dann 10. Oh, ich hasse diese Bäume da vorne. Bauen wir hier die ganzen beschissenen Bäume ab, die was wie so eine stören und nerven, finde ich, ganz ehrlich. Bauen wir hier ab und wie ich glaube ich gemerkt habe, wird es dunkel. Ja. Den Sinn wird ihr wieso jetzt gleich erkennen. Aber erstmal gehe ich schlafen. Weil sonst kommen noch die Zombies. Das kann ich nicht haben. Die sollen von mir erst kommen, wenn ich diese Farm unten fertig habe. Sonst bringt es mir nichts. Weil sonst baue ich das echt umsonst. Deshalb warten wir, bis ich schlafen kann.